Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Jurassic World. Was ist hier passiert? Das kann erstmal da bleiben. Dann sammeln wir auf alle Fälle wieder mal unsere Kohle ein. Können nachher auch gleich noch abchecken, was wir hier reißen können. Ich bin gespannt. So, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Hier machen wir einfach mal weiter. Hier seht ihr auch, hier haben wir ein bisschen ein paar Gebäude aufgebaut, wo wir ein paar XPs einsammeln können. Das machen wir natürlich auch gleich gemeinsam. Checken das natürlich gleich mal ab und gucken, was da geht. So, hier haben wir erstmal ein paar XPs. Dann würde ich sagen, werden wir den hier auch gleich mal füttern. Bis auf Stufe Nummer 10 können wir den natürlich auch gleich entwickeln. Aber da müssen wir erstmal im Brutlabor die Lage checken und gucken, ob wir da noch einen drin haben oder nicht. Jo, haben wir. Den müssen wir natürlich erstmal rausholen, um dann natürlich den nächsten wieder drin zu stoppen. Machen wir gleich. So, kohletechnisch sind wir ganz gut bestückt. 3,4 Mille haben wir auf Tasche. Von daher ist alles im grünen Bereich, würde ich sagen. So. So, dann sammeln wir hier unten noch alles ein und dann würde ich sagen, gehen wir auch bald mal in den Kampf. Gucken jedenfalls, ob wir hier was reißen können im nächsten Kampf. Ich bin gespannt. Werden wir sehen, müssen wir gucken. So, was haben wir hier? Hier haben wir natürlich den nächsten Dino am Start, den bittere Aktion. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Müssen wir uns wieder eine halbe Stunde hier dulden. Aber da müssen wir jetzt durch. So, was haben wir hier? Bonita Saura, alles klar. Die werden wir natürlich auch erstmal platzieren und weiter aufpimpen. So, dann haben wir das auch erledigt. Die ist jetzt auf Stufe Nummer 10. Von daher passt das. Wie machen wir weiter? Hier oben können wir natürlich auch noch was aufbauen. Dann können wir natürlich hier nochmal rennen und gucken, wen wir noch ausbrüten. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den. Dauert 26 Minuten. Ist ein Pflanzenfresser, wie ihr gesehen habt. Dann werden wir uns erstmal hier die Sammlung zu Gemüte führen. Ah, bitter, ich hätte natürlich viel, viel lieber ein Dino bekommen, aber so sollte es mal wieder nicht sein. Von daher ist es jetzt so, wie es ist. Gehen wir erstmal in den Kampf. Ja, wir haben jetzt noch eine Live-Arena hier, wo wir mal eine Runde kämpfen können. Oder Kampfstufe Nummer 23. Da würde ich sagen, werden wir einfach mal die Live-Arena abchecken. Oder wollen wir Kampfstufe 23 abchecken? Was sagt ihr? Was haben wir hier? Drei Fleischfresser. Da wären auf jeden Fall Amphibien. Flugsaurier und Fleischfresser, gut, okay. Wen nehmen wir da? Wen nehmen wir da? Wen nehmen wir da? So würde ich es einfach mal probieren, gucken, ob wir reißen. Ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn es irgendwie funktioniert. Aber versprechen kann ich da natürlich nichts. Das ist auf jeden Fall ein richtig harter Brocken, den wir da vor der Brust haben. Von daher müssen wir erstmal gucken. Ich nehme erstmal den ersten Schlag mit in der nächste Runde. Klar, der wird natürlich gleich mal mit zwei angreifen, kann ich mir vorstellen. Macht uns gleich mal fix und alle. Das ist natürlich richtig bitter. Von daher müssen wir da erstmal gucken, ob wir das irgendwie kompensieren können. Werden wir sehen. So, 604, da müssen wir den dritten auch noch aufklatschen. Hauen den jetzt natürlich weg, aber das Ding ist natürlich, dass der nächste Dino jetzt extrem gute Karten hat, uns wegzuklatschen. Zwei Schläge hat er. Greift er mit Beta an oder was macht er? Nö, macht er nicht. Von daher könnten wir auf jeden Fall erstmal ihn mit in die nächste Runde nehmen. Ich würde sagen, nehmen wir alle drei mit in die nächste Runde. Was macht er? Ich weiß es nicht. Nur ich blocke ihn. Nehmen zwei mit in die nächste Runde. Gucken, was er macht. So, jetzt haben wir sechs Schläge. Können den natürlich richtig auf die Mütze klatschen. So, gucken wir mal, was wir mit vier Schlägen hier veranstalten können. Ah, einen Lebenspunkt hat er nur, Alter, das gibt's da ja nicht. Jetzt macht er uns natürlich richtig weg. Schade eigentlich, dumm gelaufen.
So, probieren wir es einfach so. Ich bin gespannt. Ah, der blockt auch ihn. Ah, bitter, bitter, bitter. Jetzt wird's richtig haarig, richtig heftig. Ah, der greift mit 4 an, okay. So, machen wir 4 blockig. Gucken, ob es reicht. Ich bin gespannt. Ist natürlich extrem bitter für uns hier laufen, weil das Ding ist, dass der auf jeden Fall auch ihn geblockt hat. Von daher müssen wir jetzt mal gucken, was er macht. Er greift mit 2 an. Wir können 4 blocken. Das war erstmal wichtig für uns. Aber das wird jetzt natürlich wirklich ein harter Brocken, um den hier zu besiegen. Müssen wir gucken, was so geht. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit alle drauf, was wir haben und gucken, was wir reißen können. 2 blockt da. Ich hoffe, es reicht. Und. Geile Sache, fettes Ding. Kampfstufe 23 ist die Geschichte. Wir haben den Kampf für uns entschieden. Richtig geil. Hätte ich ganz ehrlich nicht mehr wirklich dran geglaubt. Aber das hat auf jeden Fall gereicht. Wir haben jetzt auf alle Fälle erstmal unsere Belohnung verdient. Und zwar unseren extrem seltenen Velociraptor haben wir jetzt am Start. Richtig geile Teil. Freut mich natürlich wie die Sau. Ausbrüten können wir natürlich jetzt noch nicht. Das ist ein bisschen bitter. Aber wir können mal hier ringucken, was der so an Power hat. Also der hat auf jeden Fall gut was auf Tasche. Von daher denke ich, haben wir alles richtig gemacht. Geile Teil. Die Mission haben wir auch erledigt. Gestörter Sender. Von daher passt es auch. So, checken wir die nächste Aufgabe. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Gucken wir hier gleich nochmal, was hier so geht. Ich bin gespannt. Was haben wir? Versetze einen Stromaggregat neben ein ACO-Sicherheitsbüro. Okay. So, dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. Das ist natürlich extrem gut für uns. Kriegen wir gleich wieder ein paar XPs dazu und können dann gleich mal gucken, was die nächste Aufgabe ist. Schließe Kampfstufe 24 ab. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen was machen. Müssen uns natürlich auch noch ein bisschen straffen, um das mit Sicherheit überhaupt irgendwie zu bewältigen. Gucken wir uns aber gleich mal gemeinsam an. Würde ich einfach mal so vorschlagen. Oh, den wollte ich da ja nicht hinsetzen. Der kommt wieder hier zurück. Zack, und das Teil kommt da hoch. Oh ne, wir machen das mal anders. Machen wir es so? Nö, das stand da eigentlich relativ gut. Von daher würde ich sagen, lassen wir das da auch erstmal stehen und hauen das hier oben rein. So, dann haben wir das erledigt. Könnten natürlich nochmal gucken, was Kampfstufe 24 so sagt. Ob wir packen können. Jo, sieht auf jeden Fall relativ gut aus. Klar, der letzte Gegner ist auf jeden Fall richtig heftig. Den müssen wir auch erstmal irgendwie besiegen. Dann müssen wir mal gucken, was wir da am besten machen können. Von daher wird es auf jeden Fall eine heftige Angelegenheit. Aber die ersten Behen sind auf jeden Fall zu besiegen, also das haben wir auf jeden Fall drauf, könnten wir auf jeden Fall auf die Reihe kriegen, aber der letzte Gegner, der Flugsaurier, ist natürlich ein extrem harter Brocken. Von euch würde ich gerne mal wissen, in was für einer Kampfstufe ihr gerade seid, also welche ihr hier bewältigen müsst. Schreibt das mal in die Kommentare. Gut, wie ihr sagt, erstmal sind wir auch wieder durch. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.